Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Und weil es so spannend ist, fangen wir gleich hier mit einem Zombie an. Der hat mich nämlich schon gesehen beim letzten Mal. Und ich treffe mich. Meine Pfeile gehen aus. Irgendwie ist das ein ganz beschissener Anfang, habe ich das schon mal gesagt? So, ist jetzt hier endlich Ruhe? Hoffe doch. Gut, wie sieht es da mit unserer Temperatur aus? Ach so, Hunger hatte ich ja auch schon. Nee, da, Temperatur. Schön warm eingepackt sind wir, aber die Temperatur fällt natürlich wieder. Hatte ich jetzt wenigstens schon ein paar Woodframes? Ja. Können wir gleich mal noch welche bauen. Damit wir hier fertig werden. Extra ein bisschen höher. Jetzt finde ich immer die Decken so niedrig. Auch wenn es erstmal ein bisschen mehr Ressourcen kostet. Au, aufgestiegen. Ja, bei dem beschissenen Start kein Wunder. Wäre jetzt aber auch lieber, wenn wir irgendwie mal ein Tablettchen hätten. Hält das eigentlich wärmer? Wahrscheinlich nicht, wa? Nope, dahin. Machen wir hier mal einen hin. Kann man den hier auch. Bin ich jetzt gerade in den Woodframe reingefallen? Oder habe ich den so tief gesetzt? Wahrscheinlich zu tief gesetzt, aber egal. So. Können wir noch eine Schippe bauen? Nein, wir haben kein Holz. Kriegen wir da nämlich auch eine Tür rein. Wenn wir unten noch den Sand wegnehmen. Dafür einen Woodframe reinpacken. So, jetzt müssen wir aber... Ne, eine Schippe wollte ich. So, Holz kann man ja nie genug haben. Schippe fertig, Schippe fertig. So, den brauche ich hier nicht. Ich spiele alleine. Kommt keiner vorbei, der mir hier mein Land kaputt machen kann. Dauert natürlich mit diesem einfachen Werkzeug sehr lange, bis man hier ein Loch drin hat. So. Dann werfen wir die mal auf, dann kriegen wir auch eine Tür rein. Oh, dann sind wir ja schon halbwegs sicher. Eine Tür. Oh, und dann brauchen wir natürlich noch Holz. Ich wollte eigentlich nicht so schnell bauen. Ich wollte mir eigentlich erstmal die Gegend angucken, weil ich gerne am Wasser siedel oder so. Das ist nämlich einfacher am Ende. So, ich müsste was essen, ne? So, schon mal ein bisschen. So, kann man scrappen. Haben wir wenigstens ein bisschen Scrap Iron. Tür können wir einbauen. Und wir haben eine bessere Steinachse. Das ist auch schon mal schön. So. Gleich mal die Tür aufwerten. Dann erstmal hier unten schon mal alles dicht machen, damit ich nicht, nachts nicht gleich gesehen werde. Na? Man muss sich jetzt den reparieren. Da gar nicht dagegen gehauen. Sehr komisch. Gut, dann habe ich schon mal ein Häuschen. Schneller als ich gedacht habe. Ist ja schon mal nicht schlecht, wenn man sowas hat. Das
zwar erstmal ein kleines Häuschen, aber für den Anfang reicht das, oder? Ah, Holz schon alle? Schlecht. Dann nehmen wir erstmal den Schlafsack hier rein. Na, kommen wir jetzt hier nicht mehr rein. So. Dann brauchen wir wieder Holz. Ist auch alles wesentlich schwerer geworden in Alpha 13. Ja, wenigstens kommt jetzt gerade kein Besuch und man kann hier ein bisschen erstmal bauen. Obwohl ich das noch gar nicht wollte. Ja, werde ich mal den Baum ganz fällen. Am Ende kriegt man immer noch so einen Bonus von 200 Holz. Dann kann ich in Ruhe weiterbauen und habe genug Baustoffe erstmal, um fertig zu werden. Das ist mir das irgendwie hier ein bisschen zu ruhig. Ach, ihm wird schon wieder kalt. Wo bin ich denn in welcher Landschaft hier? Liegt doch kein Schnee, nichts. Mir ist schon wieder kalt. Der arbeitet und arbeitet. Also wenn ich so einen Baum hacken würde, ich würde schwitzen wie ein Schwein. Und er friert sich bei der Arbeit die Finger ab. Muss er sich auch mal Gedanken machen. Ob da was stimmt bei ihm. Warum kann ich... Ach, keine Steine. Scheiße. Jetzt muss ich nur noch Steine suchen. Super, super. Oh, ging aber schnell hoch. So, dann holen wir uns hier mal ein paar Steine. Bevor wir wieder erfrieren. Die Temperatur geht ja schon wieder rapide runter. Aber jetzt hält es sich zumindest bei 42. Das war schon mal nicht schlecht. Na, jetzt geht's doch noch mal runter. Ich muss mal was gucken. Wie warm hält denn der hier? 5 und der nur 2. Ja, bringt mir denn nichts. Ist er denn wieder kälter? Ja, der hat schon wieder Hunger. Der Tag ist noch nicht um und der frisst mir die Haare vom Kopf. So. Gut, reicht das noch. Erschöpft es auch schon wieder. Oh. Dann bauen wir mal hier schnell zu Ende. Ab wann fängt das an, wo er abkratzen wollte? Ab 25 Grad, wa? Also haben wir noch ein bisschen. So. Die anderen kann ich auch von innen machen, am warmen Feuer. An die Seiten komme ich ja nicht mehr ran. So. Ups. Also viel Holz habe ich auch nicht, dass ich alles verbrennen kann. Naja, noch geht's ja. Dass ich nicht so haben. Ich laufe auch im Dezember mit T-Shirt durch die Gegend. So, da haben wir ja schon ein schönes Häuschen. Bringt die Fackel eigentlich Wärme? Bestimmt nicht, wa? Nö. Schade. Also wenn ich eine Kerze anmache, ist das warm. Ach nee, kein Holz mehr. Ey, ich muss da gleich ein Feuer machen. Also. Da habe ich echt einen super Anfang. Fällt mir sehr gut.
Ah, hier kriegt man ja kein Holz richtig raus. Wenn er nur an Bäume kriegen. So, schon Level 3 vom Bäume hauen. Es geht auch noch die Sonne unter. Dann wird es noch kälter wahrscheinlich. Also werden wir mal zusehen, dass wir hier noch ein bisschen Holz kriegen. Achso. Mach fertig. Das ist schon wieder bei 32. Damit habe ich jetzt aber echt ein Problem. Aber wo ich nass war, ist die Temperatur schneller gefallen, habe ich das Gefühl. Ach, hier gab es nur 100 zusätzlich. War wohl zu dünn der Baum. Was jetzt noch fehlt, ist eine Wanderhorde. Am besten Hunde. Dann ist der Tag gerettet. Gut. Er vereist schon wieder. Komm, noch ein bisschen. Ein bisschen hältst du noch durch. Arbeite dich warm, Junge. Komm, hau den Baum um. Ja, zumindest sind jetzt keine Zombies unterwegs. Gerade. Würde mir auch noch fehlen. Ja, komm, ich geh zurück. Ah, ich kann schon wieder nicht rennen. Schön ruhig hier. So, zu. Ja, das teilen wir auch mal besser von den Rohstoffen. So. Aber wo habe ich denn jetzt die Axt? Na komm, jetzt muss die aber wieder warm werden hier. Ach, noch Rutschwellen? Ach Quatsch. Ja komm, jetzt wird es hier warm. Auch zu spinnen. So, hier würde ich gerne hochgehen wollen. Dann lassen wir da mal frei. No, noch einer. Gut. So, jetzt hast du einen geschlossenen Raum. Jetzt muss hier eigentlich eine Wärme drin sein bei dem Lagerfeuer und der Fackel. Es dürfte eigentlich gar kein Problem mehr sein. Gut, dann bauen wir mal ein paar Leitern. Wo haben wir die? Leiter, Leiter, Leiter. Da. Können wir erstmal wieder hier zusammenstapeln. Das kann dann mal gescrapt werden. Ups. So. 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 Und dann ist die Treppe auch fertig gewesen. Dann kann ich hier auf. Oh, Schockenreh. Ich zwei Rehe. Ach, schön daneben. Ich habe noch gar kein Messer, um das rauszunehmen. Das lohnt sich noch nicht. So, jetzt musst du aber hier schön warm werden. Ne, nicht ins Feuer. Oh, ein bisschen verstärken schon mal, solange das Holz reicht.
fällt mir eigentlich, könnte schon mal eine Kiste bauen, wo ich ein paar Sachen reinlegen kann. Aber ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Und dann werden wir uns mal verabschieden und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ciao!